Jutschi, Leute! Willkommen zu meinem Let's Play über Paper Mario! Und jetzt suchen wir eine rote Palme! Eine rote Palme! Wow, kann aber trotzdem versinken! Ist auch klar! Es gibt wirklich neue Blickwinkel, finde ich. Blickwinkel von witzig. Oh. Okay, eigentlich heißt es ja vor unter der Palme springen, nicht von der Palme zu schütteln, weil es nur tut mir gar nichts. So. Rein. Ach du schon her, stimmt ja, die spucken gerne. Komm her! So. Und der läuft ja so, als ob nichts wäre. Sondern mal, das will ich mal sagen, dass es so nicht höre. Und wir bitten, dass er 15 Punkte gibt, auch wenn es erguckt wurde. Ich hasse sowas. Nauzen. Ich hab mal vor, dass wir hier bei uns solche Transporter haben. Das ist doch so ein Zombie hier jetzt. Na, wer will ihn am Kopf kriegen? Komm schon, Leute, muss doch irgendjemand sein, der gerne einen Zombie-Pilz haben will. Natürlich nicht. Und wenn er nicht gestorben ist, läuft er weiter. Kann er gar nicht sterben, ist ein Zombie. Warte mal, das wird mir noch nicht mehr wieder. Ja, jetzt ist er. Ach nee, der ist er ja. Ich muss aber aufpassen, dass ich mich nicht von den erwischen lasse. Hallo? Bitte? Okay. Wollt er machen? Oh, schade, machen. Da war klar. Hat der Zombie-Pilz das Geist? Es gibt mir einfach mal ein Zombie-Pilz und Geist-Pilz. Das ist ein Geist-Pilz. Gehe ich über Leichen, was wollt ihr? Den Pilz von der Wurst, das gefällt mir. Ich weiß auch nicht, wie viel Schaden auch der macht, unser Pilz. Ja. Oh, das ist ein Gumba. Ein Pickel. Ist das ein russischer Gumba? Was mache ich denn da? Ich habe vergessen, dass ich ein russischer Gumba bin. Ist das Spiel eigentlich schon angenehm oder so? Es ist nicht. Ja, wie soll man sagen, so ungenau. Vorausgesetzt, man hat auch eine richtige Einstellung. Wie ich es nicht daran gedacht habe, siehst du es. Gut, dass es hier so die Schatten gibt, dann kann man sich sehr gut orientieren. Also, jetzt höre ich jetzt alle weg. Ich muss mir ein bisschen warten. Werfen wir ein bisschen so von nichts. So wie manche einen Tennisball gegen die Wand schmeißen und so aufbauen. Habe ich früher auch gemacht. Wechseln. Ist zwar ein bisschen fummelig, aber so haben wir jedenfalls egal. Nicht verarschen. Mario? Ich hab gerade die Steuerung gelobt und dann sowas? Müsste ich jetzt nicht theoretisch werden? Wupp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 
Schaden zu nehmen. Aber auch Kleinvieh macht bekanntlich Mist, Leute. Da stelle ich mich jetzt nicht so gut an. Oh, der ist gut. Wir halten nicht 100. So, dann gehen wir mal rein. Da gehe ich mal vorsichtig an speichern. Dann mal speichern. Ja, klar will ich das Spiel speichern. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht wieder zu einer Asynchronität. Entschuldigung, Leute, ich habe einen doppelten Hals. Das ist ein bisschen nachgehen. Platz da! Ja? Du bist also der Typ, der meinen Bus in die Suppe spucken will, ne? Hä? Er brüllt die Tür weg. Hättest du dich lieber ferngehalten sollen? Jetzt geht das einfach auf die Glocke. Bist du... Nee, ich sehe es nicht. Du bist doch einer der Schläger des Hafen, oder? Oh, Glock ist mein Name. Ein Schläger bin ich, aber kein gewöhnlicher. Ich glocke nur für den Chef. Also was gewöhnliche Schläger nicht zu uns für den Chef. Andere zu verprügeln. Ein Wort, wo man kriegt jetzt und jemand kriegt ordentlich Presche. Das heißt doch Presche. Presche? Ich meine Presche. Ja. Ist ja auch egal. Bald hast du jedenfalls nichts mehr zu melden lachen oder zu melden. Weißt du überhaupt, was Grabwickel im Schilde führt? Aber hallo! Meine Leute bringen die Welt wieder in Ordnung. Das kriegen die hier gebacken. Erstmal alles platt machen und dann. Bei den Grafen schräg kommt, der kriegt es mit mir so immer auf die Glocke. So, Glocke erscheint lebendiger als alle bisher. Verwende meine Kräfte zu Kampf gehen und knie ihn unter die Lupe. Jetzt geht's aber Schluss, wird lustig. Zeit, dir die Kraftpulver als Leben zu verbreiten. Auf die Glocke. Mann, ich habe auch aber so viel Scheiße. Also, ernsthaft, Scan bringt nichts, weil bevor wir ihn richtig scannen können, hat er uns einfach die Glocke gegeben, um erstmal in den Saturn auszudrücken. Oh, du hast ja noch reingespielt, danke, Glock. Oh. Boah, nicht in die Ecke drängen lassen. Auf. Boah. Also, auf die Nummer, dass er auf uns springt, bis er uns packen tut und dann uns umherwirbelt, darauf habe ich echt keine Lust. Autsch! Wow, ohne ein Kratzer. Mir klingelt die Glocke immer noch und du hast nicht mal geschwitzt. Jo. Das ist der Bann. 30 Jahre Berufserfahrung. Hey, was für ein Klassbar bist du eigentlich? Klempner. Schon Ewigkeiten in der Ruhestand. Dieser Kasper ist niemand geringeres als der legendäre Held Mario. Mario? Komischer Name für einen Typ mit Schnurrbart. Ich werde ihn mir merken. Nein, ich Mario! Sein Name ist nicht Maria, er lautet Mario. Eins soll es dir aber schon klar sein. Würdest du nicht wie ein Wimmelpupser aussehen, hätte ich's ernst gemacht. Aha. Deine Mutter hätte ernst gemacht. Aber ein bisschen Mut hast du hier. Einigen wir uns auf Unentschieden. Mario hatte gerade mit dem Boot aufgewischt und der redet das von Unentschieden. Für nächstes Mal sollst du aber ordentlich zulegen, Kleine. Und rasier dir mal den Darmbart ab, Mariechen. Mario denkt so, was haben die alle nur mit dem Bart? Und tschüss jetzt. Hab ich jetzt gesagt. Aber... Wow, Furzantrieb. Jemand muss ein Verfahren entwickelt haben, mit dem man Dummheit stapeln kann. Oh, das Übliche halt. Also haben wir jetzt den lieben Glock gelernt. Und ist es eigentlich beruhigend, wenn ich sage, ist es nicht der stärkste von?
paar Gegner. Kartenstatue, was steht denn dabei? Gleich habe ich minus 1 und was Interessantes wird geschehen. Danke. Du musst du springen auf das Ende. Viele Kinder brauchen es. Nur für den legendären Helden bestimmt. Sie an den Seiten des Liebhabers geraten. Nach Motto: Fortsetzung. Einfach die nächste Seite umblättern oder einfach das Papier wenden. Und dann hätten wir die Sache erledigt. Weil erledigt ist erledigt. So, haben wir hier noch. Ach, schon wieder so. Gesicht. Ich hab ein Level up. Und halt Rumbas. Ich hab nie das Gefühl, ich werde mal so ein bisschen aufzubrauchen. Kann das sein? Das ist ja nur so ein Gedanke. Ich meine, die laufen mal gegen die können eigentlich uns nicht anhaben. Aber die kommen uns aber trotzdem entgegen. Diesmal besiege ich dich. Und Moment mal, wie besiegen wir ihn? Ah, scheiße, wir sind auf... ist dir auf den Kopf gefallen. Er ist auf den Kopf gesprungen. Das sieht ähnlich aus. So wie das mit uns aber gespawnt wird. So, das ist der blaue Test. Dann... einfach. Ich habe mir letztens, ja, was heißt jetzt beim ersten Mal, habe ich mich verlesen. Da habe ich anstelle minus plus gelesen. Frag mich nicht warum. Obwohl ich mir später mich am Kopf gefasst habe und gedacht habe, bist du so doof? Ja. Kann man nun mal nichts machen, Leute. So. Wollen wir mal sehen, ob es diesmal wieder geklappt hat. Ich muss auch sagen, mir fällt echt der Name nicht ein. Also, mit der Stimme. Da experimentiere ich noch ein bisschen, um zu herauszukriegen, wie das funktioniert, ob es jetzt besser wird und so. Ich werde es hinkriegen, Leute, ich schwör's. Und irgendwie gelangt es Mario also Füße und Rücken der Hitze zu überstehen. Warum ist es eigentlich nochmal vor, weil ich hier schon... Wie erstreckten sich nur Ruinen, die aus dem Sand ragten. Krankheits Schatten setzt Mario und Tim die Reise fort. Vor diesen Ruinen hatte sie Onkel Pass aufgewacht. Es erwagt sich wohl in den von ihnen liegenden zwielichten Gelenken. Tja, Leute. Das wird ihr aber in den nächsten Part sehen. What a name.